So, we met Christina many times in Switzerland, and I think many of the people who see Christina, they see that sometimes, or many times actually, she's closing her eyes or she's looking up, and it's obvious that she's connecting with something or someone. Can she tell us to whom she is connecting? Where does her information come from when she's listening? Also, Tein sagt, sie haben uns ja ein paar Mal auch in der Schweiz getroffen und haben das auch bemerkt. Und viele Leute fragen, dass du manchmal beim Sprechen deine Augen schließt oder deine Augen gehen in eine bestimmte Richtung. Und sie möchten wissen, ob du dann bewusst mit etwas Verbindung aufnimmst oder mit anderen Wesen oder mit wem du dich verbindest, ob das eine bewusste Sache ist. Mit mir selbst. Manchmal weiß ich nicht, was ich sagen soll. Dann warte ich halt. Ah, it's with myself. Sometimes I Okay. don't know what to say and then I'm just waiting. All right. Und dann sind das so, dann ist das halt wie, ich weiß auch nicht, dann kommt halt wieder And then she's just waiting and then something appears. Okay, can I ask one more thing about this? Because these days many people are connecting to angels or extraterrestrials, etc. Does Christina also do this? And if so, how can we discern between what is like a benevolent entity or a not so benevolent entity to connect to? Also ich bin nicht so der Mensch, der das macht. Ich rede mit meinem geistigen Team. Und sonst verbinde ich mich halt mit meinem höheren Selbst. Und wenn man jetzt aber mit anderen Wesen reden möchte, also zum einen, dann kann man auf seine Intuition hören, wie sich das anfühlt. Weil nicht alles, was lichtvoll aussieht, ist dann auch lichtvoll. Und dass man sich mit der göttlichen Quelle verbindet und dann so sagt, dass man sich mit dem Engel so und so verbinden möchte, damit man dann auch beim richtigen Wesen landet und nicht bei einem, was dann sagt, es ist das aber was anderes ist. And one time you were you had this example of like throwing a stone with a paper wrap. Would you say that? Because I think this is a very good picture. Also, wenn wir uns einfach so telepathisch mit einem, zum Beispiel mit einem bestimmten Engel verbinden. So if you want to telepathically just connect with a certain angel. Dann kann das sein, dass das wie ist, wenn man zum Beispiel ein Blatt Papier nimmt und auf das Papier schreibt man dann den Namen und das wirft man dann in eine Menge von Menschen und irgendjemand fängt das dann auf und sagt, ich bin der. So it's like it can be like writing a name on a sheet of paper and wrap it around a stone and throw that stone into a group of people and somebody's catching it and said, oh, that's me. Also das muss jetzt nicht passieren, aber es ist halt schon was, was einfach auch geschieht und darum sollte man über die göttliche Quelle gehen, so wie die abgesicherte Leitung halt. So it is not. Christina, we know quite a few people who are telepathically connected to you. For instance, they ask you a question and they get an answer, or sometimes you come into their dreams and help them. Do you yourself also feel this? Are you aware of this? Or is this something that just happens? Also da muss man unterscheiden zwischen den Dingen, die dann wirklich sind und zwischen den Dingen, die sich Menschen auch halt einbilden können. So,
Und es stimmt schon, dass ich da manchmal an mehreren Orten gleichzeitig unterwegs bin. Aber das ist normal. Also, but that's normal. Perfectly normal. Do you want to say something else about it? Ja, das machen viele von uns. Ah, many of us do that. What do you mean with vielen von uns? Are there also people working in this same, how do you say that, atmosphere? The team or is team? It your atmosphere? Du, yeah. Wenn du sagst, viele von uns machen das, was meinst du damit? Sind das Leute, die in einem Team arbeiten? Oder wie meinst du das? Ja, einfach die Menschen, die hier mithelfen, das Bewusstsein zu erhöhen. Die anderen können das zwar auch, also die Unlichten, aber wir reden ja jetzt von den... Ah, she says, but yeah. The unlight... Beautiful. I have a question about somebody who's always working with the question for herself, what would love do? And she said it's sometimes difficult in these times with the limited freedom we have, that she feels like a split, that she wanted to do what would love do, but sometimes, yeah, because of the limited freedom, she has to do other choices. Mm. How, she's asking how to cope with that or how to work with that. Also, was kannst du ihr raten? Dass wir ein Verständnis für uns selbst haben. Manchmal wissen wir als Theorie, wie es gehen könnte, aber wir können es einfach nicht umsetzen. Und wenn wir dann ein Verständnis haben, dann sind wir schon wieder mehr in der Liebe. Yeah. Wenn wir ein Verständnis für uns selbst haben, dass das ja auch wieder, also Verständnis ist ja ein Teil von Liebe. Yes. Yeah, you're back to what would love do. I understand. Yeah, thank you. When Christina says the light has already won on a higher level, does that mean that in our next evolutionary phase, the unlight will fall away completely? Will there be no more duality? Also, ich sehe das so, dass schon irgendwann ein Moment kommt, wo das Unlicht diesen Planeten verlässt. Wann das ist, weiß ich auch nicht. Und wenn das soweit ist, dann sind einfach noch die Menschen hier auf der Erde, die dann hier sind. Und die haben ja verschiedene Bewusstseine. Und ja, also die verschiedenen Bewusstseine, die sind dann immer noch hier. Für die Menschen aber, die was Gutes wollen, die das Licht verbreiten wollen, ist es dann viel einfacher, weil es einfach diese Unterdrückung nicht mehr gibt. Could you tell us, what is the source of the Unlicht? Also, ganz ursprünglich kamen diese Wesen ja auch mal aus der göttlichen Urquelle, aus der Liebesurquelle. So. Aber sie haben sich halt davon abgetrennt, darum fehlen ihnen diese Gefühle von Liebe und so weiter ja auch. Und die sind jetzt schon mit was anderem verbunden, aber also ich habe auch keinen Namen für das und das will ich eigentlich auch gar nicht. I have another question from the Dutch crowd. Is the current situation a repetition of Atlantis and what should we know about this? Also bis zu einem gewissen Grad schon. Bevor Atlantis unterging, haben die ja unter anderem auch Genexperimente gemacht. Und was ja jetzt passiert mit dieser Impfung, ist ja auch ein Genexperiment. Also das hat schon Ähnlichkeiten dazu. Und damals sank aber die Schwingung der Erde. Und jetzt
Also natürlich ist das Kollektiv extrem schwer und das hat auch eine Auswirkung auf gewisse Ebenen, auf die Erdschwingung, das ist schon so. Aber von der Ausrichtung her, die die Erde hat, ist das eine, wo die Schwingung wieder steigt und wo es wieder in eine Befreiung geht. Mhm. Und darum kommt am Ende auch alles gut, weil wir jetzt eigentlich das Umgekehrte von damals machen, aber weil diese Mächte, die damals... Maya? Ja. So, she says... Und die Kräfte, die damals auch beim Untergang von Atlantis, die das halt mit umgestürzt haben, also dass es dann... halt diese Katastrophe gab. Das ist ziemlich grob und plump, was ich hier jetzt sage. Aber die Nachfahren von denen, die sitzen ja heute noch hier auf der Erde rum und die probieren natürlich jetzt das ein zweites Mal zu machen. Und das ist auch der Grund, warum alles so chaotisch ist, gerade weil die wollen das ein zweites Mal, aber die Erde hat sich anders ausgerichtet und darum kommt am Ende auch alles gut. Well, So one of the questions that came from the Dutch audience is that it is said that there is a parallel Earth at the moment and that the old Earth will sort of go down in a more or less like a black hole situation, and that there is a parallel Earth that is more in the 5D, where we will be transported to. Is that also Christina's vision? Also der Aufstieg in die fünfte Dimension, also wie der in den Details verläuft, das weiß ich auch nicht. Was ich weiß, ist, dass die Erde aktuell, sie hat ja auch verschiedene Dimensionen und es gibt Dimensionen von der Erde, die schon in einer anderen Dimension sind. Das ist aber feinstofflich und darum wird das dann auch physisch so. Okay. Christina says the Earth itself has different levels, so this scenario of rising into the fifth dimension has different, wie hast du das gesagt? Mm. It has different details or is... Also ich habe, also das... Also der Aufstieg der Erde? Der hat verschiedene Details und ich kenne die auch nicht alle. Aber was ich weiß, ist, dass aktuell die Erde verschiedene Dimensionen hat. But what she knows is that at the moment Earth has different dimensions. Und also auch diese Dimension, wo die, also feinstofflich, nicht physisch. And it's non-physical dimensions. Und also in dieser feinstofflichen Dimension, da ist die Erde schon fünfdimensional. And in these non-physical dimensions, the Earth is five-dimensional already. Und alles, was feinstofflich ist, das manifestiert sich ja runter ins Physische. And everything that's on the non-physical level is manifesting itself down to the physical level also. Makes me really happy. Yes, me too. It's really nice. We have another question. In order to ascend, is it enough just to meditate on light and love, or do we need to do more? Ich kann das nicht allgemein für jeden Menschen sagen, weil das, was entscheidet, ob wir aufsteigen können in eine andere Dimension. Das ist ja unser Bewusstsein. Und jeder Mensch ist anders und braucht andere Dinge, um sein Bewusstsein zu erhöhen. So,
There was also a few questions about how to prepare for these times, and we know that Christina has also mentioned that it's good to have some food and some water, just to be sure. But people are also wondering, there have been many predictions in the past about blackouts, food shortages, etc., etc., but none of these things have really happened. And so they were wondering, is this not part also of keeping us in a fear loop? Also es gibt ja verschiedene Zeitlinien. There's different timelines. Und je nachdem, auf welcher wir sind, geschehen auch in der Zukunft noch andere Dinge, bis am Ende dann alles gut ist. Und das heißt, es gibt Zeitlinien, wo solche Dinge passieren werden und auf anderen nicht, da passieren dann andere Dinge. Und es gibt natürlich auch Pläne von den Unlichten, die das auch wirklich wollen, damit mehr Chaos entsteht. And of course there's these plans from the Unlight, they really, really want this, sorry. damit mehr Chaos entsteht und sie daraus dann noch mehr Kontrolle auch über die Bevölkerung haben können. Und von dem her, es ist gut, wenn man sich auch auf Stromausfälle vorbereitet. Wir wissen zwar nicht mit hundertprozentiger Sicherheit, dass das auch kommt, aber es gibt einfach schon eine Wahrscheinlichkeit, dass das so kommen wird. Und was man halt nicht vergessen sollte, ist, man kann sich vorbereiten aus Angst oder man kann sich vorbereiten aus Klugheit. Und es geht ja darum, mit welcher Energie wir etwas tun. And it's always about which energy is behind something we are doing. Was für eine Absicht, was für ein Gefühl. What intention and what feeling is behind it. Und wenn wir uns aus Klugheit vorbereiten, dann nähren wir dieses Szenario energetisch in dem Sinn nicht. Also dann sind zwar unsere Gedanken in dem Moment dort, aber nicht unsere Gefühle auf der Schwingung. Und dann nähren wir das auch nicht in dem Maße, wie wenn wir Angst hätten. Weil wenn wir uns vorbereitet haben, dann können wir dort wieder weg und uns auf das konzentrieren, wie wir unsere Zukunft möchten. That's also nice for the next question. The future we wish to have. There was somebody who asked, in the end all will be well. So how will that future look like? Just so that we can have a picture or create this all together. So especially in those times maybe that it will get difficult, how can we still be in this... Visualize that beautiful future. Also dann sind ja alle Wesen glücklich. Die Tiere, die Pflanzen, die Menschen. Ja, wir werden, dann haben wir auch freie Energie. Und das gehört dann zu den Dingen, die nicht weiter unterdrückt werden können, weil jetzt ist das ja noch so. Und halt auch noch andere Dinge, also die Art und Weise, wie unsere Gesellschaft dann aussieht, ist ja auch anders. Weil wenn sich unser Bewusstsein ändert, dann muss sich ja mit der Zeit die Gesellschaft ändern. Weil die Gesellschaft besteht ja aus dem Bewusstsein von lauter einzelnen Menschen. Beautiful. Yeah. You spoke about happy animals. And there was also a question about animals. What is the role that animals play? And the person also wants to know if animals are aliens. Also Tiere haben verschiedene Aufgaben hier auf der Erde. Es gibt auch Aufgaben, die sind so auf einzelne Tierarten da. Und ob Tiere außerirdische sind, ich würde schon sagen, zumindest teilweise. Also, wobei, also bei uns Menschen, da gibt es ja, also ganz, ganz, ganz ursprünglich sind wir alle Außerirdische. Und dann gibt es einfach
Seelen, die haben schon haben die meisten Leben auf der Erde verbracht und andere, die haben auf anderen Planeten viele gebracht und sind dann von dort auf die Erde gekommen. Und bei den Tieren ist das sicher auch so, dass es Seelen gibt, die viel Zeit auf anderen Planeten verbracht haben und dann von dort auf die Erde kamen, und andere, die sind die meiste Zeit auf der Erde gewesen. And I have also a question that, like, the soul, when it's on Earth, will other parts also be on other dimensions or other places at the same time? Ja, also wir können schon zum Beispiel mehrere Inkarnationen gleichzeitig führen. Und auch wenn wir nur eine Inkarnation haben, können wir trotzdem feinstofflich gleichzeitig an anderen Orten sein. Yes, please when, do so. When Christina says she connects to her higher self, how can we see this higher self? What is this higher self? Also wenn du sagst, du verbindest dich mit deinem höheren Selbst, was ist das? Ich. Für dich? Okay, also das ist ja nicht was Getrenntes von mir. It's never separated from me. Das ist einfach der Teil, der nicht mit seinem Bewusstsein hier inkarniert ist. Aber it's only that part so. That is not incarnated here with its consciousness. Aber ich bin mein höheres Selbst. But das I ist ja am nichts my Getrenntes. Higher self. It's not separated. Also ich sehe das immer so, dass wir uns so runter verdichten und am untersten Punkt ist dann der Teil von unserem Bewusstsein, der physisch hier ist, aber der größte Teil von mir, der ist ja Feinstoff. And maybe to elaborate on that a little bit more, is there a difference between your higher self and what we would call source or God? Ja, also wenn wir aus der Quelle gehen, dann ist da unsere Seele und die hat ihr individuelles Bewusstsein. Wenn wir dann von diesem Bewusstsein her irgendwo inkarnieren, dann dann inkarniert ja nur ein Teil davon. Und der größte Teil von uns, der inkarniert nicht, und dieser Teil ist dann unser höheres Selbst. Nice, thank you. Maybe a nice question, or nice, maybe a dark question, that connects to this. Can the soul be liberated? Obliterated. Obliterated. Can the soul be completely wiped out? Or will the soul always remain alive? And is it the personality or the ego that in the end is wiped out? Is that a... Also ob eine Seele gänzlich eliminiert werden kann, also ausgelöscht werden kann, oder ob das nur die Persönlichkeit oder das Ego ist, was dann ausgelöscht wird. Wann? When? Well, when the soul becomes, for instance, too much under the influence of the unlight, and it loses its connection to source, it loses its energy, and can it, you know, just die in a sense? Das stimmt. Sie verliert dann die Energie, weil sie nicht mehr am Göttlichen angeschlossen ist. Yes, und das ist dann der Grund, warum dann diese Wesen sich von Angst ernähren. And that's the reason why these beings are nourishing from fear, they're feeding from fear. Also allgemein von tief schwingenden Emotionen. Generally from low frequency feelings. Und wenn es das nicht mehr geben würde, dann würden die verhungern. And if those feelings wouldn't exist anymore, they would starve. Es gibt schon die Möglichkeit, dass Seelen, die sehr zum Unlicht gehören, dass die dann, wie sagt man dem,
dass die zurück auf Feld 1 gesetzt werden. Aber aber das ist dann nicht in dem Sinn, dass die Seele zerstört ist, sondern einfach, dass sie so neu strukturiert wird, dass das dann von vorne beginnt. So. Das passiert aber nicht, sobald so eine inkarnierte Seele den Körper verlässt, weil es gibt ja viele von diesen unlichten Wesen, die inkarnieren seit Jahrhunderten immer wieder hier. Yes. Can I? Yeah. I'm having a question that we do meditations right now to include everything, dark and light. But when we go into those meditations, in the beginning we were sending out light to the dark, but then you really feel like there's not really a reaction. And now we're sitting just in the light and we just see what happens. But yeah, it's important to really embrace everything. Has Christina a way how she does this to really embrace? Also wenn wir ein Verständnis für alles haben, dann können wir dem so auch unser Mitgefühl geben. Also. Unabhängig davon, ob das in einer Meditation ist oder nicht. There's a question from Afi. How can we prepare our children or how can we guide our children in these times? What can we do for them? Dass wir schauen, dass unsere Kinder Vertrauen haben und dass sie dass die Eltern von den Kindern, dass die ein gutes Vorbild sind, weil Kinder, die bekommen mit, was die Eltern fühlen und wie sie auf Situationen reagieren, was sie daraus machen. One more question connected to that. I don't know how the situation is in Switzerland right now, but here in Holland, now children from the age of 5 to 11 are being vaccinated, or at least they have the opportunity to be vaccinated. And we know many, many examples now of children who, feel compelled to do so because if they don't, then they don't belong to their friends anymore, or they can't go to the school parties, or they can't, you know, there's many things they can't do anymore, which their friends can do. And so, this is, I think, a very, very difficult situation for especially for children right now. So and parents. And parents, of course, also. But is there anything Christina can say about this? Also, es ist halt der Gruppendruck, den die Kinder dann haben. Und halt auch, also wenn die Kinder irgendwie das Gefühl haben, sie wollen das eigentlich nicht, aber sie hören überall, dass das gut ist, dass man das tun sollte, dann fangen sie auch irgendwann an zu zweifeln. Und das Einzige, was man tun kann, ist, dass man halt das Eltern dem Kind diese Stabilität gibt und dieses Vertrauen, dass es richtig ist, wenn es das Gefühl hat, es will das nicht. Aber es ist halt schon kompliziert, weil die Kinder haben ihre Freunde und die machen das dann vielleicht alle. Christina once also said that if you take the vaccine, because maybe you don't have a choice, then your awareness, the way your intention can, or you ask your team to help, then you can maybe get rid of the side effects anyway of the vaccine. Now, when you are a parent or an adult, this is possible, of course, but how to do this for children? Also es kommt halt darauf an, wie das Bewusstsein von dem Kind ist. Es gibt ja Kinder, mit denen kann man reden, man kann ihnen dann sagen, dass sie einen Schutzengel haben. Und dass wenn sie zustimmen, dass sie diesem Schutzengel sagen können, dass er das
ausleiten soll und so weiter. Und auch das, also etwas, was die Impfung ja tun soll, ist die Menschen von ihrer Intuition, von ihrem höheren Selbst, von dem, was sie wirklich sind, abzutrennen. Und da kommt es auch wieder auf das Bewusstsein von dem Kind drauf an. Man kann, aber je nach Bewusstsein, was das Kind hat, kann man mit dem Kind auch also ihm erklären, dass es einen Lichtkörper hat und dass es sich auf diesen Lichtkörper konzentrieren soll. Es gibt ja ganz verschiedene Kinder mit verschiedenen Bewusstseinen und die einen, die sind so offen, dass man mit ihnen diese Dinge tun kann und andere, die sind es nicht. Und, und es geht halt auch um die Eltern, also wenn die Eltern wissen, das ist nicht gut, wenn ich mein Kind impfen lasse, dass die Eltern dort auch stabil bleiben und das dann auch wirklich nicht tun. Thank you. Can we have one more question? Maybe two? Yeah, I think so. There are people who live only on light and some only from or a form of breathing. Is this the next way of living? Ob das direkt die nächste Stufe ist, das weiß ich jetzt nicht. Das ist ja sicher auch was Individuelles. It's surely very individual as well. Aber ab einer bestimmten Dimension ist das schon so, ja. Nice to know. Nice to know. Maybe just the last question is, how does Christina see the coming year? She have also because it's the 21st of December, so it's the longest night and the shortest day. So that's like the like a transition of a new year, actually, if you just look at the cycle of the Earth. So, ich habe so gewisse Vorstellungen von vom nächsten Jahr, aber ob die stimmen, weiß ich nicht und darum sage ich dazu auch nichts. Und es hängt ja auch vom Kollektiv zusammen, was alles passieren wird. Und ja, jeder kann von uns ja das Kollektiv beeinflussen, indem er sein eigenes Bewusstsein halt erhöht und ja, aufwacht.